Yo, yeah, und willkommen zurück zu den monatlichen Star Wars The Old Republic Community Events von Sakaron und mir. Im Monat April steht das Event April Chandril vor der Tür. Bis zum Montag, den 3.5., könnt ihr ein Screenshot einsenden, wie ihr eine Gruppenaktivität macht. Ihr müsst dabei in einer Vierergruppe sein und es sollte auch unbedingt zu sehen sein, dass ihr eine Aktivität wie Flashpoints, PvP, Dailies oder H2s durchführt. Ihr könnt natürlich auch einen Screenshot schicken, wo ihr in einer Operationsgruppe seid, aber dann gilt natürlich nur eure Viererreihe. Alle vier Personen nehmen dann automatisch an dem Event teil und man sollte unbedingt die Namensschilder sehen. Als Gewinn wird es dann für jeden dieser vier Spieler einen Gefährten geben, der dann von Sakaron und mir zufällig ausgeteilt wird. Welche Gefährten es genau sein werden, bleibt wohl erstmal ein Geheimnis. Ihr könnt die Screenshots auf dem Discord-Server Community Remus GT oder auch auf dem Tula Court-Server in den jeweiligen Community-Events Screenshots-Channels reinschicken. Gerne könnt ihr auch Screenshots unter Facebook-Posts von diesem Video einschicken. Kommen wir nun zur Auflösung des März-Events. Im März war es eure Aufgabe, die Koordinaten ausfindig zu machen, die dann auch noch mithilfe des kleinen Gedichtes beschrieben wurden. Doch wo ist der Ort, an dem nie ein Tropfen Wasser fließt, wo das Blut verirrter Wanderer im Sande trieft, an dem am Horizont ein Feuerspeier scheint, der sich als Säurespeier zeigt. Und man solle einrahmen, wie man sich im Leben windet, während der Schleier verschwindet. So sieht man die Gerippen der Bestien versinken und die Weiten des Meeres ins Endlose verschwinden. Im Hintergrund haben wir hier die verschiedenen Einsendungen zu sehen bekommen und jetzt wird sich klären, wer der Gewinner ist. Basierend auf diesem Gedicht gibt es nämlich eine genaue Perspektive, die man einschicken sollte, um zu gewinnen, und die haben wir hier auch tatsächlich zugeschickt bekommen. Erstmal vielen Dank an Robin, Liana und Shafil, die alle das Korrekte aus diesem Gedicht gedeutet haben und natürlich auch den richtigen Ort herausgefunden haben. Doch der Gewinner ist Shafil, denn auf seinem Screenshot sieht man im Hintergrund die Gerippen der Bestien, Mehrzahl und die Weiten des Meeres ins Endlose verschwinden. Als Gewinn wird es für jeden dieser Teilnehmer eine Creditsumme in Höhe von 5 Millionen Credits geben, sowie der Shafil, der als erster Platz nun auch 500 Kartellmünzen praktisch zur Verfügung hat und sich etwas aus dem Kartellmarkt aussuchen kann. Hoffentlich hattet ihr viel Spaß dabei und wir hoffen auf viele Einsendungen in dem April-Event. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare und ich werde sie beantworten. Nutzt gerne noch meinen Freundeslink. Bis zum 27.04. habt ihr die Möglichkeit, ein 7 Tage kostenloses Abonnement zu erhalten. Danach wird das nicht mehr möglich sein. Daher könnt ihr ihn jetzt noch anklicken. Viel Spaß bei den Gruppenaktivitäten und dann sehen wir uns bei der Auflösung. Ciao!